Oh. Nein. Auch der nicht. Versuchen wir den anderen nochmal bestimmt. Hightech-Auto, Hightech-Säule, aber leider kommt kein Sprit raus. Dabei gibt es hier doch am meisten. Tja, allerdings wäre es schön, wenn wir auch noch ein bisschen Benzin bekommen würden, nicht? Unser Lexus ist irgendwie doch ein bisschen durstig. Könnte an dem schönen Motor liegen. Mann, Mann, Mann. So, wir warten immer noch auf Benzin. An dieser schönen Tankstelle. Da sollten wir nochmal unser Auto waschen lassen. Guck mal, die bauen hier auch noch Werkstätten ohne Weber-Hebebühnen. Gibt's ja gar nicht. Selbst der Wagenheber ist nicht von Weber. Ich muss ein ernstes Wort mit denen reden. Aber dafür gibt es zumindest ein paar Ersatzteile. Auch hello. Nicht schlecht. Hello! Hi. Hello, hello! Ja, also wer noch einen Motor braucht, der wird hier fündig. Cool, cool. Hello! Hallo! Und das Material wird auch genutzt. Ne? Nichts weggeschmissen, alles wird aufgefahren. So gehört sich das. Okay, ready to go again. Vielleicht nochmal schnell Tee greifen. Samir, der steckt sich wieder hinten drin. Guten Morgen. Gut. Very nice, very good. Ja, ja, ja. Lovely. Guten Morgen aus dem Biwak. Es ist der vierte Dakar-Tag. Der steht uns bevor. Letzte Vorbereitung hier im Toyota-Camp. Hier sehen wir einen OT3, das ist der Side-by-Side von Overdrive und Red Bull Junior Team. Schönes Auto, aus dem Nichts gebaut, entwickelt für diesen Sport. Von dem gleichen Büro, den gleichen Technikern, die auch den Peugeot-Buggy entwickelt haben. Funktioniert sehr gut, aber hat noch ein bisschen mit Kinderkrankheiten zu tun. Eine Kleinigkeit, die hier auch interessant ist zu sehen, ist die Startnummer. Ganz normal, 412 auf weißem Hintergrund. Hier sehen wir das Partnerauto, 409, orangener Hintergrund. Und da hinten haben wir dann nochmal die 403, auch orangener Hintergrund. Was sagt uns das? Diese beiden Autos mit dem orangen Hintergrund, die dürfen noch am Rennen teilnehmen, dürfen noch weiterfahren, sind aber bereits nicht mehr in der Wertung, weil sie entweder zu spät im Ziel waren oder illegale Reparaturen durchgeführt haben oder fremde Hilfe in Anspruch genommen haben. Das heißt, die beiden dürfen noch fahren, können dem Auto helfen, das noch im Rennen ist, habe aber selbst keine Chance mehr auf ein Ergebnis. Wir haben mit Timo Gottschall. Very good. Okay. Sauber. Ne? Well done yesterday. Wie ist das Kameramann? Oh, bisschen anders. Ja, ne? Aber ihr habt ja auch ein Kino im Auto, wie ich sehe. Ja. Man kann das GPS auch als Odometer oder Kilometerzähler benutzen. Hier sehen wir das Cockpit, in diesem Fall von Mathieu Bommel. Oben hat er die zwei GPS, darunter zwei Tripmaster, Odometer. Im Fußraum gibt es ein paar Knöpfe zum Resetten vom Tripmaster und für das Sentinel, das Lebensüberholsystem. Und dann hier in der Tür auch nochmal Knöpfe, um den Odometer einzustellen. Die grünen, gelb-roten Knöpfe sind für die manuellen Odometer und die beiden gelben unten drunter sind für den GPS-Odometer. Hier haben wir auch nochmal eine Wiederholung der GPS-Angaben. Und das sieht man auch beim Fahrer da drüben im Cockpit. Damit kann man auch dem Fahrer sagen, welche Kompassrichtung er fahren soll. Das sieht er dann dort auf dem Display. Hier oben sehen wir die beiden Kontrollboxen für die Gegensprechanlage. Eine Gegensprechanlage benutzt man, die zweite als Backup, denn wenn die Fahrer, Beifahrer nicht miteinander reden können, dann nützt alles nichts mehr, dann kann man nicht mehr fahren, weil der Fahrer ja nicht weiß, wo es lang geht. In Orange sieht man verpackt die Sicherheitskamera vom Veranstalter, das ist die eine. Und weiter hinten versteckt sieht man die zweite. Diese Kameras sind nur im Auto, um Fahrer bzw. den Beifahrer zu beobachten. Für den Fall, dass er etwas Illegales tut oder man Bedenken hat, dass er was Illegales tut, also Hilfsmittel nutzt, die er nicht nutzen darf, dann kann man diese Bilder auswerten und dann kann geprüft werden, ob der Beifahrer sich legal verhalten hat oder nicht.
Hier sehen wir nochmal mit dem Plus- und Minus-Knopf in Gelb eine Fernbedienung für das zweite GPS, dass man den Odometer am GPS nachkorrigieren kann. Und rechts daneben den kleinen roten Knopf. Das ist ein Knopf für die Fernsehkameras, die oft eingebaut sind, die der Beifahrer dann von Zeit zu Zeit aktiviert, damit eben das Fernsehen, in diesem Fall Eurosport oder France TV, gute Aufnahmen bekommt. Der große interessante Kasten hier ist das Tracking-System, EeriTrack. Über dieses System weiß der Veranstalter stets, wo das Fahrzeug ist, wo die Crew ist. Da ist ein Geschwindigkeitssensor drin, der auch feststellt, wenn das Auto zu einem abrupten Stopp kommt. Dann gibt es automatisch eine Nachricht an den Veranstalter in das Race Headquarter, sodass sie wissen, dass was passiert ist. Dann kann man über diese Box telefonisch Kontakt aufnehmen mit dem Fahrzeug oder der Crew. Und wenn kein Feedback kommt, dann fliegt sofort ein Hubschrauber los. Auch die Crew kann, wenn sie dann nur so liegen bleibt oder auch nach dem Unfall und ansprechbar ist, über dieses Gerät Kontakt mit dem Veranstalter aufnehmen. Hier sehen wir nochmal die GPS-Konfiguration und Trittmaß-Konfiguration von Alex Hero, die sich kaum unterscheidet von dem, was eben der Mathieu Bommel drin hat. Gelegentlich, dass er sich noch Notizen gemacht hat an die Odometer für die besonders kniffligen Punkte, dass er daran erinnert wird. Und er hat sich auf das eine GPS ein Grid aufgeklebt, damit er auf der Tracking-Seite besser sehen kann, in welche Richtung er fährt, das besser zu kontrollieren. Das sind alles legale Hilfsmittel. Check-in, Carlos Sainz, Lucas Cruz. Eine Minute bevor man startet, darf man an der gelben Fahne vorbei und zum Start vorfahren. Dann wartet man am Start auf die Startzeit, bevor es dann auf die Reise geht. Wenn man mehr als eine Minute zu früh reinfährt, gibt es Zeitstrafen. Wenn man zu spät ist, gibt es auch Zeitstrafen. Warum ist das so? Weil der Veranstalter sicherstellen muss, dass alle sich an einen gewissen Plan halten. Ansonsten gibt es ein großes Chaos und kommen zu viele Leute zur gleichen Zeit am gleichen Ort an. Lässt sich nicht handeln. Und auch für die Sonderprüfung gibt es ja feste Startzeiten. Runtergezählt und Abfahrt. Los geht's auf die Reise. Ganz entspannt, entsprechend der öffentlichen Verkehrsregeln zum Start der ersten Sonderprüfung. Nochmal zum Thema Reifenluftdruck. Das Problem ist, dass man mit kalten Reifen losfährt und in der Prüfung werden die Reifen warm. Durch die Erwärmung verändert sich der Reifenluftdruck, er steigt in der Regel. Das Ziel ist es, einen Reifenluftdruck zu haben, mit dem man maximale Traktion hat und trotzdem gute Sicherheit gegen Plattfüße. Und das ist immer schwierig, da den richtigen Kompromiss zu finden. Der Reifenhersteller sagt, man soll mit einem warmen Reifen mit 2,4, 2,5 Bar mindestens fahren, um halt gut durch die Steine durchkommen zu können. Der Fahrer möchte gerne nur 2,1, 2,2 Bar haben, weil er dann mehr Komfort, mehr Traktion im Reifen hat. Also dieser Spagat zwischen Sicherheit und Komfort und Traktion ist halt sehr schwierig. Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht einfach. Für gewöhnlich starten die Jungs mit dem Reifenluftdruck von 1,8, 1,7 Bar, was dann eben hochgeht auf 2,2, 2,3, bei 2,4, immer ein bisschen abhängig von der Strecke, von den Temperaturen, von der Härte des Geländes und auch von der Härte des Fahrstils. Also wird mehr gebremst, kommt nochmal durch die Bremse, Erhitzung in den Reifen rein, die Felgen werden heiß. Bei jedem Fahrer ist das praktisch ein bisschen anders und jeder Fahrer muss für sich rausfinden, mit welchem Reifenluftdruck er starten muss. In den Dünen fährt man idealerweise einen Luftdruck um die 1 Bar, 1,2 Bar, mehr nicht. Dann hat man deutlich mehr Traktion in den Dünen und geringeres Risiko, sich festzufahren. Allerdings sollte man eine Piste haben zwischendurch, die dann ein paar Steine dabei hat, dann bist du mit 1 Bar komplett aufgeschmissen. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Flachfuß zu bekommen, ist einfach riesengroß. Das heißt, der Fahrer muss unheimlich vorsichtig sein, wenn es dann auf harten Boden geht, was er macht, wie schnell er fährt. Er darf nicht mehr schnell in die Kurven fahren, weil der Reifen an der Felge runterrutschen kann. Also auch schwierig zu handeln und trotzdem in den Dünen unheimlich wichtig. Beim Red Bull Junior Team wurde übrigens an dem Auto 403 die ganze Nacht durchgearbeitet, damit er heute wieder fahren kann und hoffentlich sein Team unterstützen kann. Hier haben wir den Fahrer Cyril Dupré, eine Dakar-Größe, fünffacher Sieger in der Motorradwertung, mehrfacher Autoteilnehmer und jetzt Coach, Trainer, Tester für das OT3-Projekt Red Bull Junior Team. So, wollen wir mal gucken, ob die Küche schon fertig ist für die Jungs, wenn sie gleich ankommen.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Pepe, are you ready for the boys? Yes. They can arrive? Yeah. Pepe ist der Küchenchef hier. Ich denke, wenn wir Pepe zeigen, müssen wir auch sein Restaurant zeigen und seine Küche. Also, schaut mal. So, das ist das Restaurant Pepe. Sitzgelegenheit, da muss ich nicht fehlen. Da wird das Buffet aufgebaut, beziehungsweise wenn die Jungs da reinkommen, gibt es den Service, dass Pepe jedem das Essen bringt, das er braucht. Und hier wird gekocht. Und er ist nicht alleine. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. How are you? Thank you, and you? Yeah, enjoy. All good? Always. All good. Always fresh. Always fresh. Always do it at the moment. And we're very warm here, lovely. Like in Italian. Yeah. Like it has to be. So, der eine oder andere mag sich fragen, warum Pepe, warum Küche, warum Restaurant? Die großen Teams haben alle ihr eigenes Catering, einfach damit die Fahrer schnell was zu essen bekommen und die Beifahrer, wenn sie zurückkommen von der Etappe. Hier bei Toyota ist auch KTM zu Gast und Husqvarna, die essen hier gleich mit. Man versucht so Synergien zu schaffen, Kosten zu teilen. Es geht einfacher, es geht schneller, man weiß, was man hat, als wenn man zum Biwak jedes Mal läuft, also in den Catering-Bereich vom Veranstalter. Die ersten beiden Hondas erreichen den Checkpoint und das Refueling. Hier sehen wir gerade Andrew Short, glaube ich, wie er zum Tankstopp reinkommt. Während der Etappe haben die Jungs ein Refueling, manchmal auch zweimal. Für dieses Refueling gibt es eine Pause von 15 Minuten. In dieser Zeit darf er wirklich nur getankt werden, darf Camelback auffüllen, halt nochmal pinkeln gehen und das war's. Mehr darf man nicht machen. Da hat es ja wieder einmal gestürzt auf dem Weg hierher. Trotzdem, was soll's. Es ist hart, es ist sehr tricky. Weiter geht's. So, die Jungs sind schon ein bisschen länger hier. Warten darauf, dass sie gleich weiterfahren dürfen. Die vierte Etappe der Dakar 2020 geht zu Ende. Die Top-Jungs im Autobereich sind im Ziel, Motorräder schon länger, einige sind natürlich noch draußen. Es gab wieder viel Aufregung. Die Dakar 2020 wird wahrscheinlich als die Navigations-Dakar schlechthin in die Geschichtsbücher der Dakar eingehen. Bei den Motorrädern gab es auch viel Durcheinander. Ricky Brabeck hat einen super Job gemacht mit seiner Honda. Anfangs hat bis kurz vor Ende geführt. Oder war ganz vorne dabei und das beim Eröffnen, also echt sensationell. Überhaupt die Honda-Jungs, guten Job. Aber zum Ende waren dann doch andere besser mit der Navigation. Zum Beispiel Sam Sunderland hat einen ganz coolen Job gemacht. Leider 5 Minuten Strafe für einen Overspeed. Wer auch toll gefahren ist, Toby Price wieder, also super gekämpft. Pech hatte Matthias Wagner, der sich auch verfahren hat zum Ende hin, wie andere auch. Das Rennen ist aber noch lange nicht zu Ende, da kommt noch ganz viel Action auf uns zu. Bei den Autos wurde heute am vierten Tag klar, dass die Buggies sehr stark sind, also die Mini-Buggies sehr schnell. Stefan hat einen sensationellen Job gemacht, von hinten gekommen, nach vorne gefahren, hat sich nirgendwo die Irre führen lassen. Zum Ende ein bisschen Zeit verloren bei der Navigation. Wer auch total beeindruckend war heute, war Carlos Sainz mit Lucas Cruz. Die haben den ganzen Tag eröffnet. Also haben das sensationell gut gemacht. Ganz am Ende erst hat Lukas einen Fehler gemacht, sich ein bisschen verfahren. Also Respekt, tolle Leistung. Sehr konstant und unheimlich gepusht heute Nasser Al-Attiyah. Hat super Zeit gut gemacht. Im Gesamtklassement sieht es eng aus zwischen Carlos und Nasser. Dann kommt Stefan, Peter Hansel und dahinter kommt dann mein Fahrer Yazid, der heute wieder sehr konstant war, aber leider zum Ende hin, am letzten, kurz vorm Ziel, einen Fehler gemacht. Er hat nicht auf seinen Navigator gehört, ist in die falsche Richtung gefahren. Er dachte, wusste es besser. Leider war dem nicht so. Besonders spannend geht es auch in der Side-by-Side-Klasse zu. Und da freut es mich, dass Ola Flöhne, mein Co-Pilot, mit dem ich noch in Ungarn unterwegs war, so gut im Rennen liegt. Er sitzt in einem OT3 vom Red Bull Junior Team zusammen mit Mitch Goodrich aus den USA. Die beiden machen bis jetzt einen super, super Job. Und als ich das letzte Mal heute geschaut habe, lagen sie auf Platz 2 im Rennen. Ich hoffe, dass Ola das nach Hause bringt. Auf jeden Fall geht es in der Klasse eben sehr eng zu.
Es sind viele Can-Ams am Start, es ist ein interessantes Fahrzeug von PH Sport am Start und eben die OT3s, ein paar Polarisse. Ich werde versuchen, morgen mal ein bisschen was zu diesem Thema Side-by-Side einzufangen und den Schwerpunkt darauf zu legen. Später kommen dann nochmal die LKWs dran. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut wieder vorbei bei unserem YouTube-Kanal von den Weberwerken und auf bald.